Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Es geht hier um ein recht einfaches Thema, dem Wirkungsgrad ETA. Wenn einem elektrischen Verbraucher eine Leistung zugeführt wird, P zu, so wandelt dieser elektrische Verbraucher die zugeführte Leistung in eine Nutzleistung um. Hier bei dieser Glühlampe in Licht, das ist die Nutzleistung. Und in eine Verlustleistung, in diesem Fall bei der Glühlampe in Wärme. Es gibt also drei Leistungen, die beim Wirkungsgrad beteiligt sind. Das ist die zugeführte Leistung P zu. Das ist die gewünschte Leistung P nutz, also die Nutzleistung. Und das ist die unerwünschte Leistung PV, die Verlustleistung. Leider wird in der älteren Fachliteratur und manchmal auch noch in neuerer Fachliteratur die Nutzleistung als P ab für abgeführte Leistung bezeichnet. Ich finde das sehr irritierend, denn offensichtlich wird auch die Verlustleistung von dem Verbraucher abgeführt. Das in diesem Bild am Beispiel einer Glühlampe gezeichnete Szenario wird natürlich in Fachbüchern eher allgemeiner dargestellt. Daher ersetzt man hier den konkreten Verbraucher, die Glühlampe, einfach durch einen Block. Ansonsten sind die Verhältnisse absolut identisch gegenüber diesem Bild, da die zugeführte Leistung nicht einfach verschwinden kann und auch keine Leistung hinzukommen kann, ist es ganz offensichtlich so, dass die zugeführte Leistung in Nutzleistung und in Verlustleistung umgesetzt wird. In der Wechselstromtechnik, darauf möchte ich hier hinweisen, gibt es auch kompliziertere Zusammenhänge. Das ist immer dann der Fall, wenn der elektrische Verbraucher Energie speichern kann und in Form elektrischer Energie wieder abgeben kann. Das ist aber bei dieser einfachen Betrachtung in diesem Video nicht der Fall. Ich betrachte jetzt ein extrem einfaches Beispiel. Diese klassische Halogenlampe von Philips nimmt 70 Watt auf. Davon werden etwa 7 Watt in Licht umgesetzt und etwa 63 Watt in Wärme. Das heißt, wir haben hier eine zugeführte Leistung von 70 Watt, eine Nutzleistung von 7 Watt und eine Verlustleistung von 63 Watt. Und daraus ergibt sich natürlich, das kann man einfach überschlagen, 70 Watt P zu ist gleich der Nutzleistung, die 7 Watt plus der 63 Watt Verlustleistung. Diese Gleichung stimmt also. Nun kommt der sogenannte Wirkungsgrad ETA ins Spiel. Bitte merken Sie sich, falls Sie ihn noch nicht kennen, diesen Buchstaben, den griechischen Buchstaben ETA. Ein kleines N mit einem Haken an der rechten Seite. Der Wirkungsgrad ETA gibt nun an, welcher Anteil der zugeführten Leistung in Nutzleistung umgesetzt wird. Dazu wird die Nutzleistung durch die zugeführte Leistung geteilt. Was dabei rauskommt, ist der sogenannte Wirkungsgrad ETA. Leider wird in Tabellenbüchern und in Formelbüchern diese Gleichung häufig auch in der Form ETA gleich P ab geteilt durch P zu angegeben. Das liegt daran, dass die Nutzleistung, wie ich oben bereits erwähnt habe, häufig auch als abgeführte Leistung bezeichnet wird. Ich persönlich meide diese Schreibweise, aber man trifft sie immer wieder an. Der Wert ETA kann zwei Extremwerte annehmen. Der eine Extremwert ist der, dass die zugeführte Leistung vollständig in Nutzleistung umgesetzt wird. Das bedeutet, dass man keine Verlustleistung hat. Wenn denn aber nun die Nutzleistung gleich der zugeführten Leistung ist, dann kommt der Wert 1 dabei heraus. Das bedeutet gleichzeitig, dass der größte Wert von ETA 1 ist, denn die Nutzleistung kann ja nicht größer werden als die zugeführte Leistung. Wenn der elektrische Verbraucher nun aus der zugeführten Leistung überhaupt keine Nutzleistung macht, sondern nur Verlustleistung produziert, dann muss ja in diese Gleichung hier oben eine 0 eingesetzt werden, da ich 0 Nutzleistung habe. 0 geteilt durch die zugeführte Leistung ergibt 0, sodass der kleinste Wert von ETA 0 ist. Das heißt, der Wert von ETA bewegt sich zwischen den Werten 1 und 0. Irgendwo dazwischen liegt der Wert. Alles andere ist physikalischer Unsinn. Auch wenn es technische Anwendungen gibt, in denen Wirkungsgrade größer 1 genannt werden. Das hat dann aber einen historischen Hintergrund. Physikalisch gesehen ist das Unsinn. Häufig wird der Wert von ETA auch zwischen den Grenzen 100% und 0% angegeben.
Das ist gleichwertig mit der Betrachtung von 1 bis 0. Die 1 wird halt hier mit 100% gleichgesetzt und die 0 wird mit 0% gleichgesetzt. Wichtig ist aber, wenn man das Ganze in Prozent angibt, dass man auch das Prozentzeichen dazu schreibt. Kommen wir zurück zu dem sehr einfachen Beispiel, das ich eben schon genannt habe. Das ist diese Halogenlampe, die ja eine zugeführte Leistung von 70 Watt hat, eine Nutzleistung von 7 Watt und eine Verlustleistung von 63 Watt. Wenn ich nun den Wirkungsgrad ausrechne, muss ich also die Nutzleistung, das sind die 7 Watt, durch die zugeführte Leistung, das sind die 70 Watt, teilen und dabei rauskommt der Wert 0,1. Wie Sie hier sehen, teile ich hier eine Leistung durch eine Leistung, wodurch sich die Einheit Watt gegen Watt wegkürzt, sodass hier klar zu erkennen ist, dass Eta keine Einheit hat. Es ist also eine reine Zahl, die hier rauskommt. Abweichend davon muss das Prozentzeichen geschrieben werden, wenn man statt einem Wert zwischen 0 und 1 eine Prozentzahl angeben möchte. Das Prozentzeichen dürfen Sie aber auch nicht als physikalische Einheit betrachten. Es gehört aber eben hierhin, um klar zu kennzeichnen, welche Art der Darstellung ich gewählt habe. Wie Sie hier sehen, haben Halogenlampen einen sehr niedrigen Wirkungsgrad von 10%, denn 0,1 entspricht ja 10%. Klassische Glühlampen haben noch viel niedrige Wirkungsgrade, die bei 2-3% liegen. Und deshalb sind sie ja auch zumindest in der EU verboten worden. Ich möchte abschließend noch ein weiteres Beispiel zu diesem Thema betrachten. Ein Beispiel, das sehr oft vorkommt und das Sie, sofern Sie in der Ausbildung sind, auch unbedingt kennen sollten. Ein Drehstrommotor mit P gleich 32 kW hat einen Wirkungsgrad von 92%. Das ist durchaus ein realistischer Wert. Wie groß sind die zugeführte Leistung und die Verlustleistung? Das gilt es hier auszurechnen. Ich kenne also P nutzt gleich 32 kW. Ich kenne den Wirkungsgrad von 92%, den ich hier in 0,92 übersetzt habe. Gesucht sind die zugeführte Leistung und die Verlustleistung. Ich rechne zunächst mit der Formel Eta gleich P nutzt durch P zu die zugeführte Leistung aus. Ich kenne ja zwei von den drei Größen, die in dieser Gleichung vorkommen, nämlich Eta und P nutzt. Und damit lässt sich die eine verbliebene Größe sicher ausrechnen. Dazu muss ich nun diese Formel Eta gleich P nutz geteilt durch P zu umstellen auf P zu. P zu ist dann P nutz geteilt durch Eta, also 32 kW geteilt durch 0,92. Dabei rauskommt ein Wert von 34,8 kW. Was ich nun bei dieser Aufgabe hier einfach unterstellt habe, ist, dass die Leistung, die hier oben angegeben wird, P gleich 32 kW, die Nutzleistung ist. Tatsächlich ist es so, dass bei den meisten Verbrauchern die Leistungsangabe sich auf die zugeführte Leistung bezieht. Hier aber bei Motoren wird in aller Regel, wenn die Leistung angegeben wird, die Nutzleistung angegeben. Das ist die an der Welle des Motors zur Verfügung stehende Leistung. Das ist der Wert, der bei einem Motor interessiert. Deshalb ist das im Gegensatz zu vielen anderen Verbrauchern die Angabe, die sich auf die Nutzleistung bezieht. Das muss man natürlich in den einzelnen Aufgaben sehr gut differenzieren, ob man es hier nun mit der zugeführten oder mit der Nutzleistung zu tun hat. Ja, wenn ich nun 34,8 kW zuführen muss und davon 32 kW Nutzleistung sind, dann ist natürlich die Verlustleistung sehr leicht auszurechnen. Die Verlustleistung ist dann gleich der zugeführten Leistung minus der Nutzleistung. Also 34,8 kW minus 32 kW macht 2,8 kW. Das sind 2800 Watt. Auch das ist ein interessantes Ergebnis an dieser Stelle. Denn obwohl der Motor ja einen guten Wirkungsgrad hat von 92%, wird hier in diesem Beispiel doch eine recht hohe Verlustleistung entstehen. Wenn Sie einen Motor mit 2800 Watt aufheizen, genau das passiert hier, denn die Verlustleistung wird vollständig in Wärme umgesetzt, so wird der Motor so warm werden, dass die Isolierung in dem Motor dabei schmilzen. Der Motor wird also nach einer kurzen Zeit zerstört werden. Das heißt natürlich, dass entsprechend gekühlt werden muss und das gewährleistet man bei Motoren dadurch, dass auf die Welle ein Lüfter angebracht wird, der Luft durch das Gehäuse des Motors drückt und somit permanent eine Kühlung bewirkt. Das bedeutet aber wiederum auch, dass die Motoren so positioniert werden, dass sie auch wirklich Luft ziehen können. Sie dürfen auf keinen Fall so aufgestellt werden,
dass sie keine Luftzufuhr bekommen. Denn dann würde genau das passieren, was ich gerade erwähnt habe. Diese Verlustleistung, die hier entsteht, würde den Motor so stark aufheizen, dass die Isolierung nach einer kurzen Zeit schmilzen. Ja, das war es auch schon zu diesem sehr einfachen, aber sehr wichtigen Thema. Sie sollten dieses Thema sicher beherrschen, damit Sie in Klassenarbeiten und Prüfungen gut zurechtkommen. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und natürlich noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.